Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur Vorbereitungsrunde für die Monotype Challenge. Toll, dass du jetzt auch das die aufgemacht hast, Erik. Aber das muss man ja, glaube ich, noch nicht sehen. Ihr seht das nicht. Ich habe das gerade gesehen. Ich habe Bildschirmübertragung an von Erik. Und ja, wir haben es schon wieder total verkackt. Fangen jetzt aber nicht neu an. Wir machen die Vorbereitungsrunde für die Monotype Challenge, habe ich gerade gesagt. Das heißt, wir fangen an, die Monotype zu spielen. Wir losen unsere Typen aus. Ich weiß gar nicht, ob wir euch jetzt schon mal davon erzählt haben, von der Monotype. Ich habe es in meiner letzten Nuzlocke-Folge angesprochen. Die hast du aber, glaube ich, noch nicht geguckt. Übrigens, nee, hab ich nicht. Hallo auch von mir. Ja, gut. Und zwar, in der Monotype geht es darum, wir möchten Arenaleiter werden. Und was muss man als Arenaleiter tun? Man muss einen Stock im Arsch haben und sich nur auf einen Pokémon-Typ versteifen. Richtig. Und die Regeln für diese Challenge, die wir uns jetzt auferlegt haben, die wird euch Erik gleich vortragen, aber vorher sage ich gleich, glaube ich, nochmal, dass wir, dass ich Smaragd spiele und Erik Blattgrün. Das ist eine Edition, die wir beide noch nicht gespielt haben. Ich habe mir Smaragd extra aufgespart und habe dann jetzt Rubin angefangen. Und Erik hat sich Blattgrün aufgespart oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es noch nicht gespielt und gucken mal, was da auf uns zukommt. So, Erik, bitte, dein Part, die Regeln. Ja, immer das, was so ein bisschen... Ja, das, was wichtig ist, das kannst du machen. Ja, du verkackst das immer. Ja. So, ja, also wie Hannes schon gesagt hat, wir dürfen nur einen einzigen Typen benutzen. Allerdings zwei Typen sind erlaubt. Das heißt also, ist, denke ich mal, klar, wenn wir jetzt meinetwegen, was gibt's denn so für zwei Typen? Normalflug zum Beispiel oder zum Wasserflug. Beispiel. Genau. Also gerade also, Flug ist zum Beispiel ein witziger Zweityp immer. Jo, zum Beispiel für Taubsi. So, wichtig ist für die Auswahl des Typs, der gewählte Typ muss irgendwie bekommbar sein vor der dritten Stadt, also vor der, sozusagen vor dem dritten Orden. Das heißt, es gibt auch mehr Städte. Bitte? Es gibt auch mehr Städte, aber es gibt ja, also halt vom dritten deswegen Orden. Deswegen bis zum dritten Orden. Also wir haben gesagt, also Drache und Eis zum Beispiel fällt bei beiden raus. Ansonsten haben wir gesagt, es müssen mindestens zwei Pokémon dieses Typs sein, die man vor dem dritten Orden bekommen kann. Und wenn es nur ein Pokémon dieses Typs vor dem dritten Orden gibt, dann muss es kurz nach dem dritten Orden gleich Nachschub geben. Das hat man zum Beispiel bei Feuer, da gibt's bei Blattgrün beispielsweise, das ist ja Remake von der ersten Generation, kann man mit Lumanda anfangen und das nächste Feuer-Pokémon, was es gibt, das gibt's nachher aber erst kurz nach dem dritten Orden, aber wir wollten Feuer deswegen nicht rausstreichen, einfach weil es auch geil ist. Ja, das heißt, so lange bis man den gewählten Typ hat, muss man seinen Starter notfalls mitziehen. Und sobald man dann aber den Typen hat und mit dem alleine klarkommt, muss der Starter dann entsprechend geboxt oder freigelassen werden. Das kann man sich dann überlegen. Ja, freilassen, bist du verrückt. Vor allem, wenn ich dein Pokémon freilasse, dann merke ich hinterher, ach scheiße, hätte ich doch mal als VM-Hure gebraucht oder so. Na, toll. Ja, genau. Dann werd ich sowieso total abkacken, weil dann merke ich irgendwann, oh, ich brauche Zertrümmerer, scheiße. Jetzt muss ich mir eins fangen, dass Zertrümmerer kann. Jo. Ja, zu VM-Huren oder Nutztieren oder Sklaven kommen wir dann später. Wir hatten vorhin noch eine witzige Konversation über das Suffix, was wir da an VM noch anhängen, aber dazu später. Wichtig ist außerdem, ein Pokémon, das sich in den Typen entwickelt, darf man auch fangen. Das heißt, wenn man beispielsweise eine Flug-Challenge spielt, dann kann man sich auch einen Raupi fangen, weil sich Raupi später zu Smetbo entwickelt und Smetbo hat ja Typ Flug. Einzige Bedingung, diese Entwicklung muss vor der Ruhmeshalle stattfinden. Also man sollte es nicht ewig rausschieben, diese Entwicklung. Ja, umgekehrt ist es ähnlich, wenn das Pokémon den Typ bei der Entwicklung verliert, dann darf man es nicht entwickeln. Also Beispiel, man spielt eine Normal-Challenge, dann darf man Evoli nicht entwickeln, weil es bei der Entwicklung seinen Normaltypen verlieren würde. Ja, was haben wir noch? Pokémon-Tausch, wir haben gesagt, Pokémon-Tausch nur unter zwei Bedingungen. Entweder man handelt mit irgendwelchen Charakteren im Spiel, also mit NPCs. Wenn man beispielsweise irgendeine Challenge spielt und er bietet einem ein Pokémon an, was man sonst nicht bekommen kann, dann kann ich auch ein Pokémon fangen, was ich sonst nicht fangen dürfte, das mit ihm handeln und habe nachher mein Pokémon, was ich gerne haben wollte. Und ansonsten darf man auch so tauschen, wie wir das in der Nuzlocke auch gemacht haben, um jetzt ein Pokémon durch Tausch zu entwickeln. Aber ich darf zum Beispiel nicht jetzt sagen, ich tausche mit Hannes, um an Pokémon ranzukommen, die es in meiner Edition nicht gibt, aber bei ihm oder irgendwas. So, dann sind wir jetzt wie versprochen bei den VM-Nutztieren, nennen wir sie jetzt einfach mal. Bedeutet also, wenn ich meinetwegen unbedingt Fliegen brauche und ich habe aber von meinem Typen, den ich spiele, kein einziges Pokémon, was Fliegen lernen kann, dann darf ich mir ein Pokémon fangen, beliebig, was dann diese VM lernen kann. Allerdings darf ich das nur für die VM benutzen.
Das heißt, nicht im Kampf, und wenn ich gezwungen bin, damit zu kämpfen, dann muss ich meinen letzten Spielstand neu laden. Also dieser Fall darf nicht auftreten. Da bin ich schon mal darauf gespannt, wann dann das erste Mal die Situation aufkommt, dass man denkt, scheiße, ich hätte nochmal speichern müssen. Ja, wolltest du dazu was sagen, Hannes? Du hast Luft geholt? Ich habe zwischendurch gegähnt, weil du so langweilig bist. Nein, ich wollte dazu überhaupt nichts sagen. Mir ist so gerade eingefallen, dass es gibt kein einziges Video auf unserem Kanal, in dem ich so lange geschwiegen habe, abgesehen von den Videos, in denen ich gar nicht mit aufgenommen habe. Ja. Ja, wir sind deswegen jetzt auch schon am Ende. Legendäre Pokémon sind erlaubt, aber verpönt. Ja, vielleicht als kurze Info, wir haben diese ganzen Regeln, die haben wir uns auf diversen Pokémon-Websites, Foren, haben wir die zusammengeschrieben. Das ist sozusagen die Version, nach der wir spielen. Letzte Info, wann ist Schluss? In der Blattgrün bei mir, ich fange mit Hannes an, der Esel nennt sich ja immer zuletzt. In der Smaragd-Edition bei Hannes ist Schluss, wenn er Troy besiegt hat, also sozusagen den Rot der Smaragd-Edition. Und bei mir ist Schluss, wenn ich die Top 4 das zweite Mal besiegt habe, da nach dem ersten Mal Top 4 nochmal eine ganze Menge Story kommt. Und außerdem sind die Top 4 das zweite Mal noch stärker. Und wir wollen ja nicht, dass Hannes Challenge viel, viel schwerer ist als meine. Den Gainer kannst du bei mir nochmal rausschneiden, bitte. Ich schneide überhaupt nichts raus. Verdammt! Ich hatte gehofft. Dann schneide ich den raus, bevor ich den gebe. Ja, wir gucken mal. Wenn es so laut ist, dass ich mein eigenes Wort nicht mehr verstehe beim Schneiden, dann packe ich das den raus. Das wäre zwar ein Segen für die Zuschauer, aber naja. Ja. Fetter Hobbit ist immer so liebenswürdig. Ja. Nehmt es ab von uns. Ja, auf jeden Fall. Oh, warte, ich habe schon wieder Outer City aufgemacht. Moment. Ja, gut, dass ihr das nicht sehen müsst. Ey, der Typ kann nicht seinen eigenen Rechner bedienen. Deine Oma kann ihren Rechner nicht bedienen. Meine Oma hat nicht mal einen Rechner. Ey, die hat ein Smartphone, ja. Die ruft andauernd versehentlich irgendwelche Leute an. Die kommt damit überhaupt nicht klar. Oh, das ist die ja moderner als ich hier. Ja, nee, eigentlich nicht, weil die kommt ja damit eben nicht klar. Naja. So, ich glaube, ich werde mal hier als Hintergrund noch ein Editor-Fenster aufmachen. Dann haben wir noch einen Hintergrund. Ich habe ja jetzt auch... ich habe jetzt auch eine Smart-Telefonzelle. Also ich habe dieses HTC One, das neue, was, das ist schon so ein halbes Tablet irgendwie. Ich habe das Gefühl, es ist größer als mein alter Laptop, aber, naja. Schleichwerbung! Hä? Schleichwerbung! Achso, nee, kauft euch das nicht, das ist, total scheiße, weil, Anti-Schleichwerbung! Ja, wir fangen einfach an, Erika Schmier. Ja, wir fangen an. Also nicht Anti-Schleichwerbung, sondern Schleich-Anti-Werbung müsste es ja sein. Hast du deine Tabletten genommen? Egal. Das war keine Schleichwerbung, das war total offensichtlich. So, wir fangen an. Ich bin ganz aufgeregt, ich habe Angst, Käfer zu bekommen. Ja, oder wir haben hier diesen Monotype-Würfler des Todes. Ich würde sagen, ich starte dieses Ding schon mal, dann können wir gleich sehen, wie das funktioniert. Die Typen spinnen jetzt hier so durch. Ich hoffe, Hannes sieht das auch einigermaßen live. Ja, ich sehe das gut. Ja, ich sehe das gut. Gut, dann würde ich sagen, gibst du mir das Signal zum Stopp drücken. Ach, ich? Dann bin ich ja selber dafür verantwortlich, wenn ich einen scheiß Typ bekomme. Einer muss ja schuld sein. Weil Geist ist auch scheiße. Ich glaube, ich kann nur zwei Geist-Pokémon vom dritten Orden fangen. Ich glaube, das sind auch die einzigen, die ich überhaupt fangen kann. Nee, ich glaube, irgendwann später gibt's doch bei dir noch diese Art Geisterturm. Ich überlege gerade, wie der heißt. Keine Ahnung. Ist egal. Okay, das kannst du vielleicht rausschneiden. Alles klar. 3, 2, 1, Stopp! Nein! Nein! Oh, es tut mir leid, Hannes, dass ich jetzt so toll gelacht habe. Oh nein! Siehst mal, wir haben total vergessen dazu zu sagen, wenn jetzt bei uns beiden das gleiche gekommen wäre, hätten wir nochmal gewürfelt, aber der Fall ist ja jetzt auch nicht eingetreten. Oh, verdammt! Oh, Hannes, du tust mir echt leid. Und du hast normal, du Schwein, du kannst quasi jedes Pokémon nehmen. Nee, ich kann mir Taubsi und Radfratz fangen und dann kann ich die Edition durchspielen. Ah, wir gucken mal, aber... Ja, du kannst die Taubsi fangen, damit hast du schon gewonnen, Alter. Ja, aber alter, Käfer ist wirklich eine Plage. Aber dann hast du wenigstens eine richtige Challenge. Alter, du tust mir so leid, Hannes. Oh, können wir nochmal würfeln? Nein, das wäre cheaten, wenn wir jetzt nochmal würfeln. Ja, wir würfeln nicht nochmal. Fangen die Aufnahme neu an und würfeln nochmal. Ja, wir könnten es tun. Niemand würde etwas merken. Ja, ich weiß. Ich überlege auch echt, aber nein, das können wir nicht tun. Dann kriege ich wieder Käfer. Oder Geist, das wäre noch viel schlimmer. Für Geist. Na, ist nichts so schlimmer als Käfer. Vor allem, ich war auf Feuer. Ich hatte schon gedacht, dass ich jetzt Feuer bekomme, aber da hat es dann erst angefangen, langsamer zu werden. Ja. Naja, ich krieg das schon hin. Ich hab Psychogang gehabt.
Wir vertrauen auf dich, Hannes. Ja, irgendwie wird es schon schaffen. Ja, meine Edition ist ja auch grün, da ja, muss es ja auch Käfer sein. Ein bisschen ärgere ich mich jetzt, das Normale ist so ein bisschen farblos irgendwie. Aber gut, ich meine, ein normaler Arena-Leiter kann ja auch eine richtige Plage sein. Ich glaube, damit musst du dich ja dann rumschlagen, oder? Ich glaube, der ist bei dir. Hm? Ich glaube, der ist bei dir, der Normal-Arena-Leiter. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich auf einen Flug-Arena-Leiter treffen werde. Hehe, scheiße. Und Feuer. Und Gestein. Ja. Gestein ist der erste Ordner, Hannes. Oh, das wird so hart. Ah, da muss ich so krass überleveln, Alter. Es geht gar nicht anders, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das Training dann rausschneide. Ja, da wird nichts rausgewinnen. Obwohl, na gut, wenn es viel ist. Du, aber Hannes, mir fällt auch gerade auf, dass mein erster Orden Rocco ist. Das wird auch eine Plage. Ich habe überhaupt kein Mitleid mit dir. Nee, wer eine Käfer-Challenge hat, muss kein Mitleid mit irgendjemandem haben. Vor allem. Du sagst extra noch vorher, alles nur nicht Käfer und... Weil mit Taubsi ist auch witzig bei dir. Doppelschwäche. Ja, nee, normal hat ja keine Schwäche gegen Gestein, aber es ist halt scheiße gegen Gestein. Ja, aber du kannst, ich meine, mit Taubsi kannst du absolut nichts machen. Egal, wir werden das Kind schon über den Berg schmeißen. Genau. Und ich habe immerhin einen Kader, woran ich mich erfreuen kann. Ach, ich darf es aber nicht entwickeln. Doch, darf ich. Verliert das seinen Käfertypen? Doch, ich hab Käfer, ich darf es entwickeln. Ninjask ist sogar gar nicht so schlecht. Ja, ich muss auch erstmal gucken, was es so alles für normal, Pokémon gibt. Ich glaube, so extrem viele sind das gar nicht, oder? Radfahrt, Taubsi, Habitak und sowas? Es gibt viele zwei Typen. Aber zwei Typ normal hat man... Schlurp, Chanera, Kangama, Tauros... Ja, die ganzen Viecher, die man in der Safari-Zone fängt, wenn man Glück hat mit einem von 100 Versuchen. Was? Du kannst Relaxo nehmen. Stimmt, Relaxo wird mein geilstes Pokémon. Das, was der Arena-Leiter mal als letztes einsetzt. Ich bin mir nicht sicher. Aber es gibt bei dir auf jeden Fall irgendwo eine Safari-Zone. Kurz vor Segrasulp. Da weiß ich allerdings nicht, was du da so alles fangen kannst. Ich glaube, da kommst du gar nicht rein, oder? Ach nee, doch. Da kommst du rein. Ist richtig. Ja, nee, mir ist mir gerade eingefallen, es gibt in Hard Gold und Soul Silver gibt es eine Safari-Zone, weil es die in Johto nicht gibt, also in der zweiten Generation. Aber in der vierten gibt es sie wieder in dem Remake. Okay, ja, bei uns in der Kristall wird es die ja nicht geben. Ja, genau. Wie auch immer, wir werden jetzt jedenfalls dann so langsam aber sicher anfangen, unsere Monotype zu spielen. Und nebenbei werden wir in der Nuzlocke noch ein bisschen Pokémon trainieren. Und ja, irgendwann melden wir uns dann da auch wieder. Ja, genau. Wollen wir das andere, was wir schon so locker geplant haben, schon mit ankündigen oder wird das eine Überraschung? Meinst du ja. Das, was wir jetzt die ganze Zeit immer machen? Ja. Jetzt hast du es schon fast verraten. Ja, wir werden demnächst mal ein Team Fortress 2 Multiplayer aufnehmen. Ich fände ganz geil, wenn wir die Albtraumwelle machen würden. Ich meine, wir kommen nicht weit, aber... Oh. Ja, na, da schlafen wir nochmal drüber. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Die Albtraumwelle ist... Also es gibt Modus bei Man vs. Machine, wo man gegen Bots kämpft. Und die Albtraumwelle, da ist halt der höchste Schwierigkeitsgrad. Und Es kommt eigentlich alles, was es gibt. Ja. Und das mit kritischen Treffern und Giant, also mit mehr Lebenspunkten, und es ist absolut abartig. Aber es ist schaffbar. Also nicht für uns, wir werden es vielleicht, wenn wir Glück haben, bis zur Hälfte schaffen, aber es ist machbar. Ja, was willst du denn jetzt? Weißt schon, ich muss kurz eingenickt sein. Ja, auf jeden Fall, das fände ich ganz witzig, wenn wir das machen. Wir können natürlich auch normalen Multiplayer machen. Ich habe geguckt, mein Rechner kriegt es mit inklusive Fraps hin. Ace of Spades leider nicht. Und Team Fortress 2 hat eine bessere Grafik, aber es funktioniert trotzdem. Wahrscheinlich, weil die Source Engine besser ist. Und auf jeden Fall ist das machbar und ich habe da richtig... Langweilig. Ja, komm du, auf den billigen Plätzen hier. Ganz ruhig, ja. Aha, gut. Ja, jedenfalls werden wir euch damit dann auch demnächst auf den Sack gehen. Oder auf den Keks. Ja. Ja. Für unsere weiblichen Zuschauer. Mir werden erstmal die Käfer auf den Sack gehen. Oh ja. Gut.
Gut. Also können wir dann jetzt das dumme, sinnlose Gequatsche hier abbrechen, dass ich mich von dir mal reinziehen lasse und dann direkt loslegen mit anderweitigen Beschäftigungen. Zum Beispiel, ich weiß es gar nicht, spiele ich gleich Monotype oder spiele ich erstmal Pokémon? Ich meine, ja, Monotype ist auch Pokémon, aber spiele ich erstmal Nuzlocke oder spiele ich erstmal Monotype? Ich glaube erstmal Nuzlocke. Ich würde sagen, wir überlegen uns das, wenn wir das Video ausgemacht haben. Ja, genau, das muss euch ja jetzt hier nichts mehr angehen, ihr neugieriges Pack. Was hört ihr überhaupt noch zu? Genau, gar nicht, ja. Spione raus, geht nach Hause. Alles klar, dann wir sehen uns dann in den jeweils ersten Folgen. So also ist es. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Komm, komm. Nein! Nein! Oh nein. Oh, verdammt. Und du hast normal, du Schwein. Du kannst quasi jedes Pokémon nehmen.